die Wondermi Area ist einfach cool. Ich weiß es, wir finden das alle toll. Und man kann so schöne Bubbles bilden und sich austauschen. Sorry, meine Lieben, jetzt müsst ihr leider mir wieder zuhören. Aber es lohnt sich. Es gibt ja Wein ins Glasl und ich habe mir ein paar wunderbare Winzer herbei gewünscht. Also wir werden die nächsten, ich denke mal, gute Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden, viel Spaß hoffentlich miteinander haben. Ja, auch ich bin über den Chat gut erreichbar. Also wenn du, wenn ihr Lust habt, euch mir mitzuteilen, ich sehe und höre euch, nein, ich höre euch nicht, aber ich sehe euch, schreibt mir, ja, der Max meckert schon, es ist Zeit für den Silvaner, das ist immer Zeit für den Silvaner, da bin ich absolut bei euch. Meine Lieben, wir treffen uns hier zur virtuellen Verkostung, der Weinkarte der Motwinzer. Was hat das mit dieser Weinkarte auf sich? Also unsere Idee war, wir haben ja wunderbare Winzer im Programm, die wir über alles schätzen und die wir einfach toll finden, die wir für die Hidden Champions hier in Deutschland auch halten. Und unsere Idee war, was kann man tun, damit der Gastronom, der so gerne ein paar Winzer von dieser Gruppe auf die Karte setzen möchte, nicht gezwungen ist, vier neue Winzer, vier neue Bestellungen, vier neue Rechnungen, vier neue Anlieferungen entgegenzunehmen oder ausstellen zu lassen. Daraufhin haben wir uns einen Partner gesucht, der uns diesen Gastro-Shop angeboten hat. Und ihr werdet von der Jenny nachher, wenn ich fertig bin mit der Verkostung, über diese WeinConnect geführt, wo ihr sehen könnt, wie leicht und einfach man in Zukunft von den 16 Winzern gemischte Pakete bestellen kann. Ihr könnt Kleinstmengen querbeet bestellen. Die Idee ist einfach, wir glauben, dass heutzutage kleine Lagerhaltung, häufige Lieferungen und vor allem ein unkomplizierter Zugang zu den Weinen der Winzer zum Gastropreis nötig ist. Liebe Franzi, ich hoffe, du hörst mich. Es wäre super, wenn du unsere Verkostungsunterlage teilen würdest. Ah, die Jenny ist da. Keine Franzi. Okay. Hi, Susanne, ich komme zu Hilfe sozusagen. Ich ersetze jetzt kurz die Franzi und genau. Okay. Vielen Dank. Ich bin jetzt da. Ja, super. Genau. Also, die Idee, die dahinter steht, ist folgende. Wir haben, wenn ihr über die WeinConnect reingekommen seid, eine ganz wunderbare Weinkarte gebaut. Und zwar eine Weinkarte, die wie eine Basisstruktur aussieht. Die findet ihr auf dem Infostand als PDF. Die könnt ihr euch da runterladen. Diese Weinkarte stelle ich euch um 6:30 heute Abend noch mal ganz kurz vor, um euch zu zeigen, wie man über Preise und über Strukturen auf der Weinkarte Wein verkaufen kann, wenn man keinen eigenen Sommelier hat und wenn man nicht viel Zeit hat, um mit dem Gast zu sprechen. Ähnlich aufgebaut ist auch unsere Verkostung hier. Also erst die Wein-bei-Glas-Verkostung, die ich jetzt gleich mit wunderbaren Winzern euch zeigen werde, und diese Premiumisierung, über die die Jenny nachher sprechen wird, ebenfalls mit wunderbaren Winzern als im Beipack. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns gerne Rückmeldungen gebt, ob diese Eckpunkte, die wir hier aufzeigen, für Offenausschank oder auch für Premiumisierung für euch sinnvoll und umsetzbar sind und wie ihr natürlich die Weine findet, die wir hier ausgesucht haben. Wir starten mit dem ersten Winzer, dem ersten Wein. Ich hoffe, ihr habt die Glasunterlagen vor euch stehen. Ich hoffe, ihr habt eure kleinen Fläschchen alle schon aufgemacht. Nicht, dass es nachher weinende Menschen hier vor der Kamera gibt, die sagen, sie haben ihre Flaschen, sie sitzen vor verschlossenen Flaschen, weil sie nicht aufkriegen. Und ich begrüße natürlich voller Glück meinen ersten Winzer, der mir gleich helfen wird beim ersten Wein. Denn der erste Wein ist ein Silvaner. Wer mich kennt, weiß, dass mich das sehr glücklich macht, einen Silvaner präsentieren zu dürfen. Noch dazu so einen ungewöhnlichen. Herzlich willkommen, lieber Manfred Rothe.
aus Nordheim und wirst auch gleich was dazu erzählen, wie du dich auf deiner Weininsel fühlst. Du wirst ein bisschen was über deinen Weinbetrieb erzählen, bitte, und darüber, was dich so antreibt als Bio-Winzer. Ja, hallo. Schöne Grüße in die Runde an dem Montagnachmittag hier. Unsere Weininsel, ja. Der Main zwischen Bamberg und Würzburg macht so in der Mitte eine wunderschöne Schleife, wie wir das von der Mosel viele kennen. Und genau auf dieser Insel unten, dieses Dorf in der Mitte, das ist Nordheim am Main. Und da habe ich zusammen mit meiner Frau ein Weingut. Die Weinberge, meine Frau ist aus Nordheim. Ich bin da eher der Zugereiste. Habe mir vorher Inspirationen in der Gastronomie geholt, habe 20 Jahre lang sozusagen auf der anderen Seite gekocht hier und jetzt mache ich zu dem Essen den passenden Wein. Beides macht Gott sei Dank. Gott sei Dank. Man darf das ruhig erzählen, du bist schon seit vielen Jahrzehnten im Biobereich unterwegs, sehr engagiert. So haben wir uns auch vor vielen Jahrzehnten kennengelernt, das darf man ruhig erzählen. Du hast neben den 11 Hektar Weinbau, die du betreibst, ja auch 4 Hektar Obstbau, worauf ich immer gerne verweise, weil ich ein großer Fan deiner Spirituosen bin. Du bist einer der besten Brenner, die wir in Franken haben. Natürlich auch einer der besten Winzer, ganz klar, zumindest in meinen Augen. Und du bist vor allem einer der wenigen Winzer in Deutschland, die im Besitz georgischer Amphoren ist. Erzähl doch ein bisschen was, wie lange du schon dich mit sogenannten Naturweinen beschäftigst und vor allem mit georgischen Amphoren und maischevergorenem Silvaner. Ja, also jetzt hast du ja schon den vollen Rundumschlag schon mir vorgelegt. Mein ganzes Weinleben und meine ganze Arbeit mit Wein und den Reben ist an sich geprägt von einer tiefen Leidenschaft zum Wein und zum Genuss und zum Essen. Und da begegnet einem im Laufe des Lebens natürlich unheimlich viele Weinerlebnisse, Weinbotschaften oder wie auch immer. Und an und für sich hat alles begonnen, nicht so sehr, dass man irgendwo nachts aufwacht und träumt vom georgischen Wein, sondern man sieht Entwicklungen am Markt, die man nicht gut findet, die man auch nicht folgen will. Das war dieses Jung, Jünger, noch Jünger und diese Schnell- oder diese Kurzlebigkeit von Wein. Und so habe ich mich einfach inspirieren lassen, was macht einen Wein langlebig und mit das Profanste, was es gibt, sind Phenole, Gerbstoffe, Tannine, also diese ganze Sache, die uns die Traube mitgibt. Und wenn man sie nicht auf den Kompost wirft, sondern in den Wein extrahiert, dann bekommt man natürlich auch ein bisschen andere Weine. Und solche Weine gibt es in Europa und auf der Welt schon immer und schon sehr viel. Und da habe ich mich dann ein Stückchen in den letzten 10 Jahren wieder ganz deutlich hinentwickelt. Weniger, also nicht so dieses plakative Nichtstun im Keller, sondern einfach auch Trauben produzieren und Weine entstehen lassen, an denen man auch wirklich dann überzeugend nichts mehr dran verändert im Sinne von da ein bisschen hin, da ein bisschen mehr, im Abgang leicht bitter oder sonst was, dienende Süße. Von den ganzen Sachen habe ich mich frei gemacht. Und eines dieser völlig überraschenden Weine haben wir jetzt auch im Glas, beziehungsweise der Wein, Jahrgang 2021, also was Junges, kommt jetzt in den Verkauf, hat was zu tun mit Frühling, hat was zu tun mit Spargelzeit, hat auch etwas damit zu tun, dass Gott und die Welt den Winzer fragt, ja, und wie wird der neue Jahrgang? Und dann zeigt man einfach mal so eine Füllung. Und mit Silvaner haben wir halt da alle Möglichkeiten. Also wir spielen Silvaner von bis. Von haben wir jetzt im Glas, bis haben wir dann später im zweiten Durchgang bei Premium im Glas. Also Silvaner macht so viel Spaß als Winzer. Und auch das viel diskutierte Klimawandel ist für uns als Silvaner Winzer einfach ein Pluspunkt.
Und da freuen wir uns. Das habe ich gestern schon gehört. Wir hatten die Diskussion ja mit dem Alexander Flick, einem Kollegen von dir aus der Mod-Gruppe, der auch auf Silvana setzt, obwohl er in Rheinhessen zu Hause ist. Gott sei Dank. Ein ganz anderer Stil als deiner, aber auch der sagt, Silvana ist der Gewinner des Klimawandels. Diese Eskimo-Rebsorte passt sich auch der Hitze ganz gut an. Was mich interessieren würde, ich hatte diesen Silvana gestern im Glasel, um ihn vorzuverkosten, war völlig begeistert von der leichten Phenolik, die du auch hier schon bietest, von dieser sehr festen, straffen Struktur. Ich bin ja ein Fan von Silvana, weil es eine Strukturrebsorte ist. Also ja, finde ich großartig. Magst du noch mal kurz sagen, wie lange Maische-Standzeit oder wie lange auch Maische-Vergärung oder ob es ein Rückverschnitt bei dir ist? Ja, also diese leichte Phenolik, diejenigen, die mehr von meinen Weinen kennen, die attestieren oder die beschreiben oft ja, alle unsere Weine haben so eine gewisse Phenolik. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich einen riesen Bogen spannen über dieses Nichtstun. Wir verwenden in unserem Keller noch nie in 40 Jahren kein Bentonit, keine Enzyme, nichts. Ja? Und dann 40 Jahre Bio-Weinbau fast, sage ich jetzt einfach mal, alte Reben, 30, 40 Jahre alte Reben. Viele unserer Anlagen haben natürlich auch neue Sachen gepflanzt, auch ganz klar. Aber dann werden die Bärchen immer kleiner. Man kennt es aus dem Garten, wenn man Erdbeeren hat oder sonst was hier. Je älter der Stock, Johannisbeeren, da hängen dann nur noch wenige dran. Ich will es jetzt nicht zwingend sozusagen als geringen Ertrag bezeichnen. Das kann man auch mit Trauben halbieren und Trauben wegschneiden oder sonst was. Aber wenn der Rebstock von sich aus nur noch kleine Beeren, ich spreche nicht von kleinen Trauben, sondern von kleinen Beeren, und dann ist das Verhältnis zwischen Schalen, Kerne und Fruchtfleisch und später dann eben der Wein, steht in einem völlig anderen Verhältnis. Und da beginne ich einfach ein bisschen anzusetzen. Und dieser Wein, ja natürlich hier, das ist schon er ist jung, er hat eine gewisse Lebendigkeit, dann hat er aber eben auch schon jung diese leichte Phenolik, sage ich jetzt einfach mal. Aber was diesen Wein auszeichnet und was mich an für sich fast umgehauen selber, weil ich auch nicht jeden zweiten Tag meine Weine ins Labor schleppe und so weiter, sondern auch ich gehe im Keller an meine Weine ran, schmeckt mir nicht. Und dieser Wein hat mir immer geschmeckt. Und deswegen haben wir den auch relativ früh jetzt in den Verkehr gebracht, praktisch dann bieten ihn an. Weil es dauert ja immer noch mal ein paar Monate, bis der erste oder ein paar Wochen, bis der erste Spargel gestochen wird, bis die Gastronomie wieder öffnet und richtig lebhaft einsteigt wieder ins Geschäft. Der Wein ist so sanft, der ist so weich, so und dennoch so natürlich. Er hat 0,2 Gramm Restzucker. Wahnsinn. Wundervoll. So. Und jetzt kommt etwas. Und ich weiß nicht, wie weit man gehen, fahren oder probieren muss, bis man so einen Silvana findet mit 4,6 Gramm Säure. Irre. Die meisten Winzer bringen Weine mit 6 und 6,5. Ja, da muss die Säure her. Wenn ich Säure brauche, um an Wein Struktur zu geben, nein, dann wird das auch. Ja, und wir wissen auch gerade in der Gastronomie und im offenen Ausschank, wie angenehm das wie dankbar Leute sind hier, wenn sie eher die sanfteren Weine bekommen. Auch zum Essen, sage ich jetzt mal, passen für viele, gerade im vegetarischen Bereich hier, einfach diese Gemüseküche, dieses nicht übersalzene, nicht zu fett, alles ein bisschen, also für mich, ich kann mich Jahrzehnte nicht zurückentsinnen, dass ich einen Silvaner hatte mit 4,6 Euro. Großes Kino. Super, alles richtig gemacht. Herzlichen Dank. Du bleibst noch bei uns. Wir schalten dich nur stumm. Das ist das Einzige, was wir tun.
Okay. Wir kommen zu den nächsten Weinen, aber du stehst allen noch für Fragen auch im Chat zur Verfügung. Bleibt okay. Herzlichen Dank. Dankeschön. Servus. Wir kommen zum zweiten Flight. Seid doch bitte so lieb und schenkt euch die beiden Aromarebsorten ein, die wir ausgesucht haben für den nächsten Flight. Ihr seht schon, wir arbeiten uns in der Weinkarte von den Strukturweinen über die Aromarebsorten zu den Burgundern vor, haben dann Riesling im Angebot, machen dann einen Rosé-Flight, ein bisschen Rotwein und wie gesagt wandern dann mit der Jenny zur Premiumisierung. Ich habe als nächstes für euch vorbereitet, ich hoffe, ihr wart so begeistert von dem Silvaner wie ich gestern, ich finde es großartig. Es ist sicher ein Wein, den man zum Essen servieren muss, wegen der Phenolik, aber ich finde gerade das so spannend und der Manfred hat recht, es ist nicht die Säure, die ich in diesem Falle brauche. So, ihr habt zwei super duftende, kräftige, saftige Weine im Glasel. Das erste, der 2.1, ist der Sneak Preview vom Lukas Schmidt. Lukas Schmidt sitzt in Bullenheim. Bullenheim, werdet ihr jetzt sagen, wo zum Teufel ist Bullenheim? Ganz einfach, weit unterhalb von Würzburg und weit weg von allen klassischen Anbaugebieten Frankens. Vom Boden her ist Bullenheim eindeutig dem Keuper zuzuschreiben. Das hier sind Keuperlagen, die ihr seht. Und die berühmteste Lage, auf der Lukas Schmidt seine wunderbaren Weine macht, ist das Bullenheimer Paradies. Er sitzt mitten im Paradies, behauptet er von sich immer. Der Lukas Schmidt ist ein ganz junger Winzer, der aber schon seit 10 Jahren die unglaublichsten Projekte vorangetrieben hat. Also manche von euch erinnern sich vielleicht noch an Big Bang, war eine sehr lustige Geschichte. Und was er auch noch hatte, das ist das letzte Projekt, was wir begleiten durften, war die Fusion Meier-Schmidt, die sich gerade wieder getrennt hat zu Schmidt und Meier, in einzelnen Weingütern wieder aufgespalten. Eine super Erfahrung. Alle sind mit großen Erfahrungen und sehr positiven Rückmeldungen aus diesem Joint Venture wieder hervorgegangen. Der Lukas Schmidt bietet euch hier die Sneak Preview an. Ich finde, das ist eine unglaublich knackige Nummer. Ich hatte den gestern im Glasel. Da hast hier eine Maul voll Wein. Das ist so richtig lecker. Und ihr erreicht mit diesem Wein ganz sicherlich gerade auch junge Leute, die was unkompliziert, duftig, kräftiges im Glasel haben möchten. Der Lukas Schmidt ist Spezialist für Aromarebsorten, das heißt Scheurebe, Muskateller, Müller-Thurgau und vor allem Bacchus sind seine Lieblinge. Der zweite Wein im Glasel, den ihr hier findet, ist der Sauvignon Blanc von der vom Weingut Lohr. Ich wollte gerade sagen, von der Johanna Bossert, die ist auch daran beteiligt. Nachhilfe zum Bodentyp, kein Problem, Franziska. Nachhilfe zum Bodentyp Keuper ist, also wir haben Franken in drei Streifen aufgeteilt. Wir haben ganz links, wenn ihr auf die Karte guckt, den Buntsandstein, das ist Großheuchelberg, Kalmuth. Als nächstes kommt der Streifen Muschelkalk, das ist Würzburg und die Lagen, die dazugehören. Auch der Manfred Rothe mit seiner Weininsel sitzt auf Muschelkalkböden. Und ganz außen auf der linken Seite, auf der rechten Seite, Verzeihung, findet ihr den Steigerwald und unten drunter eben auch Bullenheim mit den Keuperböden. Keuper ist so Gipskeuper. Ihr kennt alle Iprofen, Gipskeuper. Das ist der Boden. Der bringt Weine hervor mit so ganz dunkelwürziger Aromatik und ein Weinstil, der sehr, sehr gut halten kann. Also Weine, die in der Jugend meistens verschlossen sind und hinterher sehr, sehr kräftig und üppig werden können. Der zweite Wein, wir sind jetzt schon auf der geografischen Karte, richtig. Wir sind in Worms. Die Johanna Bossert hat die Liebe zum elterlichen Weinbaubetrieb auf der einen Seite in Gundersheim und auf der anderen Seite einen wunderbaren Freund, nämlich den Herrn Lohr, auf der anderen Seite mit seinen Weinbergen in Worms. Und die Johanna pendelt zwischen Gundersheim und Worms und produziert bei ihrem Freund
die Chardonnays, da zeichnet sie verantwortlich. Der Sauvignon Blanc ist in der Hand von Herrn Lohr selber. Der macht diesen Wein. Es sind Kieselsteine und Sand in erster Linie, die hier die Böden prägen. Der Sauvignon Blanc, den wir hier im Glasl haben, ist 2020. Lieferbar ist leider 2021, nur zu eurer Information. Aber ich hatte mir bei dem 20er schon notiert, was für ein unglaublich knackig grüner Typ es ist. Ich bin jetzt kein Superfan von Sauvignon Blanc, wenn er so breit und überreif daherkommt mit Mangoaromen. Das lässt sich auch verkaufen, ist sicherlich auch manchmal gewünscht. Aber ich glaube, so für den Offenausschank, um den Leuten ein bisschen Spaß im Glas zu besorgen, ist dieser Sauvignon Blanc genau die richtige Stilistik. Die Johanna Bossert, die eigentlich diesen Wein präsentieren sollte, kommt erst später, aber die wird dann bei der Jenny euch was erzählen dazu. So, irgendwelche Kommentare zu diesem wunderbaren Wein? Okay? Wir können auch nachher darüber diskutieren. Wir haben dann Zeit, in der Networking Area nochmal Bubbles zu bilden und darüber zu diskutieren, ob diese Weine eine gute Idee sind oder nicht. Ich finde die Paarung sehr schön, weil du hast auf der einen Seite dieses unkomplizierte Maulvollwein mit der Sneak Preview und auf der anderen Seite dieses straffe, grünere, pointiertere, pikante vom Lohr. Also eine ganz hübsche Kombination auf der Karte. Bitte richtet euch den dritten Flight her. Wir haben hier wieder zwei Weine ausgewählt. Ich habe hier eine Korrektur. Jenny, wenn du einmal weiterklicken würdest, wäre super. Dann sieht man, wo das Weingut Langenwalter zu Hause ist. Das Weingut Langenwalter sitzt in Meisenheim, ist in der Pfalz zu Hause. Und der Thorsten bewirtschaftet sage und schreibe 30 Hektar. Das ist auch so ein Phänomen, das bei uns gerade so ein bisschen durch die Decke geht. Wir haben Weingüter, die immer größer werden und die kleinen Nebenerwerbswinzer werden immer weniger. Nicht, dass sie verschwinden, aber es werden weniger. Das bedeutet, die Weingüter, die Privatweingüter, die nicht mehr 5 Hektar zu vermarkten haben, sondern 10 oder 20 oder 25 werden immer mehr. Das bedeutet auch, dass diese Weingüter auch immer leistungsfähiger werden und natürlich auch in der Lage sind, in Preisbereichen vorzustoßen, was vorher so nicht möglich war. Wir haben hier im ersten Glasl entgegen eurer Unterlage keinen Grauburgunder, keinen Weißburgunder, sondern einen Grauburgunder. Bitte das zu vermerken. Ein Weißburgunder, jetzt bin ich völlig durcheinander. Wir haben hier einen Weißburgunder im Glasl, dagegen steht der Grauburgunder von Klaus Meyer. So ist es richtig. Der Thorsten Langenwalter in Meisenheim ist für mich ein Holzflüsterer. In diesem Wein ist Holz sicherlich kaum zu spüren. Er hat hier sicherlich maximal 5% oder 10% im großen Holzfass ausgebaut. Der Rest ist Stahltank. Aber der Thorsten Langenwalter ist jemand, der seit vielen Jahrzehnten Mitglied beim Forum Pfalz ist. Forum Pfalz, die Älteren unter uns kennen den aus der Zeit, wie es noch Barrique Forum hieß. Warum Barrique Forum? Wir werden auf den Namen heute bei der Verkostung noch mehrmals stoßen. Warum Barrique Forum? In den 70er, 80er Jahren kam der Klimawandel bei uns in Deutschland so ein bisschen zum Laufen. Das heißt, es wurden Rebsorten reif bei uns, die früher überhaupt kein Holz vertragen hätten. Auch die Spätburgunder, auch unsere Rotweine haben Holz eigentlich selten gesehen. Warum? Weil einfach unsere roten Trauben nicht wirklich Rotwein produzierten, sondern eher roten Wein. Jetzt wurden Rebsorten reif, die für Rotwein geeignet waren. Und wenn wir über Rotwein reden, reden wir auch immer über Holz. Und um zu verstehen, damit der deutsche Winzer, der das nicht gewohnt war, mit neuen Holzfässern, kleinen Holzfässern zu arbeiten, um das zu trainieren,
entstanden mehrere Gruppen in Deutschland, die sich mit Holzausbau beschäftigt haben. Die Hades-Gruppe war die eine in Württemberg und die anderen waren das Barrique-Forum. Der Thorsten Langwalter, wie gesagt, ist schon sehr lange dabei und ist für mich jemand, der meisterhaft mit Holz umgehen kann. Und wir treffen gleich noch auf einen Barrique-Forum-Mitglied, nämlich der zweite Wein, den wir hier verkosten, wird präsentiert vom Weingut Klaus Meyer. Ich glaube, ich habe heute das Vergnügen, die Frau von Marius, den Marius selber, wunderbar. Hallo. Wie schön. Ich wollte gerade von der tiefen und schönen Freundschaft zwischen dir und dem Thorsten Langwalter erzählen, wie gut ihr miteinander verkostet und wie eng ihr miteinander arbeitet und dass auch du ein Mitglied des Barrique-Forum bzw. Forum Pfalz, wie es heute heißt, bist. Genau. Ein bisschen was zu deinem Weingut, bitte. Ja, also wir sind im Vergleich zu Langenwalder oder zu auch den anderen ein recht junges Weingut. Meine Eltern haben das erst 87 im Nebenerwerb gegründet. Wir sind jetzt erst, oder ich bin quasi erst die erste Generation, die das voll gelernt hat und auch vollkommen selbstständig macht. Meine Eltern machen das eigentlich komplett im Vollerwerb erst so seit circa 15 Jahren, genau. Ja, wir sind schon weit gekommen. Ich bin schon beeindruckt von deinem Wein. Ich muss das sagen, Marius, ich bin hin und weg gewesen gestern. Für den Preis, also sorry, ich hatte so viel im Glas, dass ich mir gedacht habe, das ist schwer zu schlagen. Entschuldigung, das ist großartig. Mega, erzähl doch ein bisschen was zu deinem Grauburgunder und zu deiner Liebe zu den Burgundern überhaupt, bitte. Ja, ich denke, die Liebe zur Burgunder, die ist halt in der Südpfalz schon immer ein bisschen geprägter oder näher gewesen. Dazu kam dann natürlich noch ein Praktikum ganz klassisch in Burgund, was dann gerade diese Liebe auf Chardonnay und Spätburgunder noch intensiviert hat. Grauburgunder, was wir jetzt im Glas haben, ist mit Abstand unser wichtigster Wein. Also jede vierte, vielleicht jede fünfte Flasche, die wir füllen, ist dieser Grauburgunder. Und ich denke, es ist auch so ein bisschen, wir kommen ja eigentlich eher aus dieser Riesling-Schiene, hatten früher in jungen Jahren um die 50% Riesling-Anteil im Betrieb. Jetzt ist der Betrieb gewachsen, die Riesling-Fläche wird zwar nicht kleiner, aber prozentual wird sie etwas weniger. Und die Burgunder und halt auch die internationalen Roten, noch haben wir ja noch ein Cabernet Franc, die sind dafür dann gewachsen. Grauburgunder ist bei uns immer ganz wichtig, dass er nicht zu fett ist. Also wir machen oben drüber noch ein Lagenwein, 100% Holz, total buttrig, cremig, nussig. Und hier die Basis, die wollen wir doch auf eine gewisse Art und Weise frisch und fruchtig halten. Wir haben hier einen Holzanteil von 10% mit alten Fässern. Auch immer so ein bisschen die Pressfraktion weg und diese reifen Sachen, die kommen alle in Edelstahl, dass man einfach diese schöne Nase hat, so ein bisschen den Grauburgunder, bisschen die Nussigkeit auch und aber trotzdem einfach so eine stabile Säure, die weit weg ist vom Weißburgunder, aber die für Grauburgunder doch an der Oberkante ist und da merken wir halt auch, dass es dann einfach Spaß macht aufs zweite Glas, ja. Also ich habe vorhin die Zahlen des deutschen Weinmarktes mal vorgetragen. Grauburgunder ist immer noch Bestseller und geht immer noch nach oben. Vor allem, weil er jetzt Grauburgunder heißt, nicht mehr Pinot Grigio. Und dein Beispiel ist großartig. Ich bin nämlich Grauburgunder-Fan und bin immer traurig, wenn ich was Seifiges, Üppiges, Matschiges ins Glasel bekomme. Das hat mich gestern richtig glücklich gemacht. Und der geht für unter 5 Euro an die Gastronomie. Für den offenen Ausschank, das ist Wahnsinn. Also genau. Kompliment, große, ganz großes Kino. Ich möchte noch, dass du bitte, ich habe das gestern nämlich gehört, wie du das bei der Jenny erzählt hast, die vielen kleinen Gebinde, die wir bei dir im Keller gesehen haben, ihr baut so behutsam so viele Kleinstlagen in kleinen Gebinden nochmal extra aus, finde ich großartig. Wenn du vielleicht nochmal ganz kurz was dazu erzählst. Ja, also wie gesagt, unser Betrieb, mittlerweile verarbeiten wir während der Lese um die 30 Hektar. Als ich das 2006 oder 2007 übernommen habe, da lagen wir so bei 6,5-7 Hektar und dadurch war halt auch diese Menge recht klein und das war eigentlich super, weil wir viele kleine Tanks gehabt haben und die haben halt alle nicht ab
abgegeben, sondern haben die alle mit in den neuen Keller oder ins neue Kellereigebäude genommen und können jetzt halt einfach mal so, wir haben auch eine sehr, sehr kleine Parzellierung in Rot, durch das, dass die Flurbereinigungen schon 50, 60 Jahre zurück sind. Und dadurch können wir jetzt halt, wir sagen wir mal, wenn wir jetzt an einer Straße drei Weinberge haben, dann versuchen wir die drei, also maximal die drei in einem Gebinde danach auszubauen. Sogar wenn wir jetzt etwas noch neuer gepflanzt haben mit neueren Klonen aus Frankreich oder Marsal-Selektion, dann machen wir die natürlich nochmal separat. Aber wir versuchen schon immer, so gut wie es geht, die einzelnen Chargen so klein wie möglich zu halten, was natürlich deutlich mehr Arbeit ist. Aber jetzt gerade im Moment sind wir auch am Küvettieren, weil wir jetzt diese Woche quasi danach anfangen mit der zweiten Runde abfüllen. Und dann hast du halt eine riesen Palette an verschiedenen Beinen. Und dann kannst du halt diese Top-Sachen, aber auch die Basis noch deutlich besser steigern, was Restzucker und was Cremigkeit angeht, ja. Also das hast du super im Griff hier, großartig. Es macht Spaß, wenn man mit vielen Zutaten arbeiten kann. Genau das. Ja, genau. Das ist so. Lieber Marius, sei so lieb und erzähl uns noch die Analysewerte, die werden hier gefragt. Jawohl. Die Analyse, die haben wir hier. Wo sind wir? Also wir liegen bei der Säure bei... bei 6,5. Das ist jetzt die erste Füllung. Die zweite Füllung, die gibt's, die füllen wir jetzt Donnerstag, Freitag. Da liegen wir noch einen Tick drunter. Ich denke so bei 6,3. Und beim Restzucker, da liegen wir bei knapp 5 Gramm. Jetzt mit der zweiten Füllung. Genau. Also nach halt alles natürlich. Die haben wir nach einem Teil abgestoppt, nach einem Teil ein Doppelstück abgestoppt. Das halt einfach, weil dieser Zucker, diese reine Fructose, die bringt halt eigentlich nochmal deutlich viel mehr Frucht. Nach dieses Melonige, was man dann schön hat, das kommt dann einfach davon. Ja, genau. Ganz toll. Wenn ich darf, hole ich dich nachher beim Cabernet Franc noch. Gerne, ich bin da. Das ist unser Top-Abschlusswein. Alles klar. Super. Wie du weißt, du bleibst eh da. Jawohl. Man kann mit dir noch chatten. Wer möchte, kann mit dir in Kontakt treten. Vielen, vielen Dank. Bis nachher dann. Super. Viel Spaß. Danke. Meine Lieben, nachdem Grauburgunder so wunderbar zu verkaufen ist und so eine wichtige Rolle spielt, haben wir mehrere Verkostungen, wo Grauburgunder und Weißburgunder immer wieder vorkommt. Der nächste Flight, wenn ihr den freundlicherweise bitte einschenken würdet, also die Kommentare im Chat sind super. Ich muss sagen, ich habe gestern diesen Flight durchprobiert, die ganzen Flights, und bin hin und weg, weil die Grauburgunder zwar manchmal Birnenanflüge haben, aber nie dieses breite Matschige. Ich weiß, dass hier auch jemand mitverkostet, mit dem ich früher mal eine Riesendiskussion über Grauburgunder hatte, der gesagt hat, er findet es immer scheußlich und breit und seifig. Ich hoffe, den kann ich heute bekehren, würde mich sehr freuen. So, meine Lieben, okay, die Kommentare sind positiv, danke. Der nächste Wein, den wir verkosten, kommt vom Weingut Bietighöfer, ebenfalls Pfalz. Das ist der 4.1 und daneben, den stellt ihr bitte auch gleich bereit, den Grauburgunder vom Schloss Schönberg, da werde ich auch gleich was zu erzählen, und dort werden wir auch gleich den Kellermeister begrüßen, Julian Meisner, den wir gleich dazu schalten. Wir haben im linken Glasel den Grauburgunder von Bietighöfer. 40 Hektar bewirtschaften der Stefan und die Claudia zusammen in der Pfalz. Das ist ein Wahnsinn. Alles biodynamisch. Das ist eine echte Ansage. Der Stefan Bietighöfer ist sehr bekannt für seine wunderbar wilden Tier-Etiketten mit Tiger und allen möglichen wunderbaren Ideen, die er dort wieder umsetzt, um zu zeigen, wie außergewöhnlich seine Weine sind. Für mich ist es ein absoluter Vorzeige, biodynamisch wirtschaftender Betrieb aus der Pfalz. Ganz engagiert. Für mich war dieser Grauburgunder, den ich gestern verkostet habe, etwas kühler. Sehr säurebetont hatte ich mir notiert. Und die Frage ist, ob es der Boden ist, der bei ihm so diese Kühle widerspiegelt. Also für mich war das mit der kühlste Wein in dieser Zusammenhang. 6,10 Euro, ein super Preis, denke ich, um einen Top-Grauburgunder in der Klasse
anbieten zu können. Gleich daneben der Grauburgunder von Schloss Schönberg, da muss ich ein bisschen ausholen. Der Julian Meissner, den wir gleich begrüßen werden, der Kellermeister von Schloss Schönberg. Schloss Schönberg, ich hatte gestern die Frage, wo zum Teufel ist denn die Hessische Bergstraße? Das ist die Hessische Bergstraße. Wo ist sie? Leicht zu finden, wenn ihr von Grünstadt oder Bad Dürkheim ein bisschen so schräg rüberschaut, wenn ihr auf der Autobahn von Mannheim, Ludwigshafen, hallo Julien, servus. Hi, herzlich servus. Willkommen. Weiter Richtung Norden fahrt, dann kommt ihr zwangsläufig auf der rechten Seite an einem langgezogenen Bergmassiv oder einer Berggruppe vorbei. Das ist die Hessische Bergstraße. Nein, winzig klein, super cool und war Ausflugsplatz. Eins meiner ersten Ausflüge in ein Weinanbaugebiet vor über 40 Jahren. Also das, ich habe mich damals da richtig verliebt, fand es super. Es gibt dort oben nicht sehr viel. Es sind gerade mal, ich glaube, 450 Hektar stehen da unter Reben. Und es gibt zwei Genossenschaften und zwei Weingüter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Eins davon ist Schloss Schönberg. Und Schloss Schönberg wiederum gehört zu diesem wunderbaren, zu dieser wunderbaren Familie, der auch das Kultweingut Griesel gehört. Julian ist der ja, sehr bekannte Kellermeister und wird uns ein bisschen was über seinen Grauburgunder erzählen. Schloss Schönberg hat 12,5 Hektar Rebflächen, so als Eckpunkt für euch. Und lieber Julian, das Mikro gehört dir. Du darfst unseren inzwischen über 50 Teilnehmern erzählen, was dich geritten hat bei diesem Grauburgunder. Vielen lieben Dank. Hallo in die Runde von der Hessischen Bergstraße, also genau der Odenwaldzug, den man dann ab der Autobahn sieht. Das gibt unsere Weine auch. Das Besondere, wir wachsen hauptsächlich auf Granitböde, sehr würzige, erdige Weine, die dort entstehen. Und im Bereich, muss ich vorstellen, damals der Rheingraben, wie der entstanden ist, haben wir Lössböde, leichte und oben sehen wir dann wirklich noch das Granitgestein, was den Odenwald auch prägt. Und genau das versuchen wir beim Gutswein eigentlich so ein bisschen in die Balance zu bringen. Lesen verschiedene Parzelle am Löss und Parzelle aus dem Granit. So 15% dann im großen Holzfass ausgebaut. Unser Grauburgunder kriegt durch den Granit auch immer schöne Säurezug. Und analytisch sind wir so bei 6,5 mit 6 Gramm Restzucker. Ich glaube, das merkt man im Wein dann bei uns nie an, dass man doch vielleicht im 1:1 Verhältnis stehen, weil sie einfach durch den Granit immer schön schlank bleiben, wirken auch nicht alkoholisch und bringen eher so vom Grauburgunder die reifere Frucht mit, was mir auch immer ganz wichtig ist. Wir wollen gar nicht den hippe Mainstream-duftig fast schon erinnern an Sauvignon Blanc-Typ von Grauburgunder mache, sondern wir machen wirklich schon ein bisschen Grauburgunder, was auch eine gewisse Tiefe und Facette besitzt. Wir machen das bis zum Lagenwein und bei uns wird es eigentlich oben raus nur noch schlanker. Also wir versuchen das dann nicht erdig und cremig werden zu lassen, sondern versuchen immer mehr Präzision in jede Rebsorte eigentlich in der Lage zu geben und versuchen eigentlich im Weinberg dann sprechen zu lassen. Wie das Manfred vorhin gesagt hat, wunderschön, bei uns ist das genauso. Die reguliert sich selbst, die Rebe, die Beere werden immer kleiner, wir können mit mehr Phenolik spielen und die Phenolik gibt auch so ein bisschen Säure damit. Und das ist auch bei uns ganz wichtig. Ich versuche nicht Säure aufzubauen, sondern ein phenolisches Gerüst, was einfach so ein bisschen Säure imitiert. Und wo kommen die her, bitte? Ich entschuldige, ich habe mir nämlich gestern beim Verkosten diese Phenolik auch notiert. Gefällt mir sehr. Jetzt bin ich ein Fan von Gerbstoffen am Gaumen. Ich finde das sehr attraktiv und auch deine Begründung, dass du unten breiter und kraftvoller bist, also nicht breiter, aber kraftvoller, ja, und nach oben hin schlanker wirst. Mir ist aufgefallen, es ist der kraftvollste Grauburgunder in diesen Flights, die wir hier haben. Unglaublich, ja, druckvoll. Wo holst du dir denn die Phenolik her? Hast auch du wieder, Manfred, alte Rebstöcke, wo du auf die kleineren Beeren oder auf das kleinere, bessere Verhältnis Saft und... Sicherlich das auch. Wir lesen das auch aus 30, 35 Jahre alte Grauburgunderrebe schon für den Gutswein teilweise ein.
Aber es ist wirklich so, wir gehen über die Mühle bei uns, wir quetschen die Traube kurz an und haben dann im Pressverfahren, liegen wir ziemlich lang auf der Presse. Und wir geben keinen Schwefel in den Most, versuchen dann das unreife Phenol wieder raus zu oxidieren, was wir uns aufladen dadurch, und versuchen das reife Phenol, dass es langkettig wird, mit in den Wein zu geben. Und versuchen so auch die Schwefel bei uns wirklich am Minimum zu halten. Für unsere Gutsweine schon, für die Lage sowieso. Also so langes Pressverfahren, liegen so 5 Stunden auf der Presse, kann man sagen, unserer Sache. Und dürfen richtig durchoxidieren. Ja, das habe ich so gelernt in Burgund. Und bin heute ein Mega-Fan immer davon, was der Most einmal gesehen hat, kann in dem Wein nicht mehr erschrecken. Das heißt, mit Luft werden unsere Sache eigentlich nur noch besser. Und unsere Sache braucht noch immer ein bisschen Zeit. Also wenn man die 5, ich habe gerade mit dem Hamburg mit meinem Händler gestern telefoniert und er hat gesagt, hat 5 Wochen im Kühlschrank, hat er den Cut Trauburgunder Gutswein. Und er hat gesagt, er wirkt immer noch wie 5 Tage offen. Und so stehen unsere Weine eigentlich auch schon im Gutswein. Das finde ich, darauf sind wir stolz. Und das wollen wir auch aber schon einfach mitgeben, weil wir machen jetzt, sind wir sogar wieder gewachsen. Mittlerweile sind wir bei 16 Hektar, also wir wachsen permanent auch. Ist nicht immer von Vorteil, aber wir wollen einfach unserem Kunden einen gewissen Mehrwert und ein gewisses Gefühl von uns mitgeben. Also lasst euch nicht stören, wir beenden nur die PowerPoint und machen die nächste. Julian, vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Kommentare hier im Chat überschlagen sich halb. Finde ich gut. Mit Recht. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und du bist sicherlich im Chat für alle interessierten Gastronomen und Sommeliers noch erreichbar. Das wäre nett, wenn du noch ein paar Informationen weitergibst, falls es noch Fragen geben sollte. Vielen Dank, Julian. Ich bin da. Super. Und wir stellen bitte den haben wir. Und wir stellen bitte den nächsten Flight bereit. Seid so lieb und richtet euch doch bitte den Weißburgunder her vom Weingut Stefanmeier und vom Weingut Landgraf aus Saulheim. Die beiden Weine, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber das macht nichts. Hallo Stefan. Hallo. Ich mache es mir leicht. Hallo Stefan. Achso, ja. Bevor ich dir das Mikro übergebe, lieber Stefan, muss ich kurz diese wunderbare Geschichte erzählen, weil hier kommt sicherlich irgendwann die Frage, ob wir uns vertippt haben. Haben wir nicht. Wir haben wirklich 2 Weingüter bei den Mot-Winzern neu begrüßen dürfen, worüber wir uns wahnsinnig freuen, das weißt du auch. Und beide heißen Meier und beide schreiben sich mit EY. Das finde ich jetzt als Bayern noch lustiger als ihr wahrscheinlich. Genau. Beide kommen auch aus dem gleichen Ort, Roth und der Riedburg. Und die beiden sind auch noch befreundet. Also ich finde alles richtig gemacht, genau, um alle richtig verwirren zu können. Nein, Spaß beiseite. Eure Stilistiken sind komplett unterschiedlich. Ich finde es großartig, dass wir euch neu in dieser Gruppe begrüßen dürfen und übergebe dir gerne das Mikro. Erzähl ein bisschen was, wie wundervoll es sich lebt bei euch. Ich war ja schon mal bei euch, es ist sehr, sehr schön, sehr romantischer Ort. Und ihr habt ja, du bewirtschaftest dieses Weingut ja schon seit 10 Jahren und auch ihr habt um die 16 Hektar. Genau so ist es. Ja, hallo in die Runde. Ich bin der Stefan Meier. Wie schon erwähnt, bewirtschafte ich oder führe das Weingut jetzt seit 10 Jahren. Unsere Weinberge erstrecken sich vom Hartrand bis in die Rheinebene. Das sind so 3-4 Kilometer. Seit 2019 auch ökologisch. 21 ist jetzt quasi der erste Bio-Jahrgang. Den Weißburgunder, den ich der heute jetzt bei mir dabei ist, ist ein Wein, der auf dem oder Wein, der auf dem Löss gewachsen ist. Also alles so ein bisschen unterhalb vom Dorf, hat einfach den Vorteil, dass man da von frühabends bis spätabends eigentlich immer, von frühmorgens bis spätabends immer ganz viel Sonne in den Weinbergen hat und dadurch die Trauben auch immer sehr schön reif werde. Und dadurch hat man halt, finde ich immer, was das Spannende am Weißburgunder ist, im Vergleich zum Grauburgunder, man hat halt immer so eine
tolle, filigrane, elegante, vielschichtige Aromatik. Und das ist auch das, was ich eigentlich an dem Weißburgunder vom Löss eigentlich so mag. Mit so einer tollen Saftigkeit. Der hat Säure 6,5, Restzucker 3,5. Hat halt, finde ich, so eine tolle Saftigkeit, eine dezente Restsüße und dadurch einfach ein sehr animierender, toller Wein. Und ich finde, das Weißburgunder ist immer so ein schönes Pendant auch zum Grauburgunder im Offenausschank. Und ich meine, klar, Grauburgunder ist immer noch so die Nummer eins, aber ich habe auch schon so das Gefühl, dass der Weißburgunder auch wieder so ein bisschen mehr im Kommen ist, gerade auch so in dem Gutsweinsegment, weil es halt doch einfach manchmal auch so eine vielfältigere Aromatik ist. Gut, ich glaube, am Grauburgunder-Stil hat sich da natürlich auch einiges getan, dass man immer so in das Opulente geht, eher in das Filigrane. Aber das hat der Weißburgunder halt von Anfang an auch. Ja. Und das finde ich eigentlich eine tolle Rebsorte. Ja. Also wir bauen den 90% Edelstahl aus und 10% im Holzfass. Wir haben auch noch höherwertigere Qualitäten, die bauen wir dann gänzlich im Holz aus. Aber ich finde, so ein gewisser Anteil an Holz in den Burgundern, gerade wenn man vom Restzuckergehalt auch ein bisschen niedriger ist, bringt es dann halt doch immer so ein bisschen mehr Schmelz, ein bisschen mehr Cremigkeit. Und dadurch gewinnt der Wein auf jeden Fall noch dazu. Also ich habe mir den Wein gestern mit großem Vergnügen zugeführt, habe ihn auch ausgetrunken. Was mir gefällt ist, dadurch, dass die Säure sehr viel höher ist als der Restzucker, bleibt ein unglaublicher Trinkfluss. Du hast richtig Lust, die Flasche zu leeren. Also es war schon ein großes Vergnügen, aber ich kenne deine Weine ja schon länger und bin eh ein Fan von deinem Wein. Bin auch froh, dass ich meinen Vorrat wieder auffrischen kann. Was ich großartig finde, ist auch den Preis. Ihr seid in der Pfalz sehr leistungsfähig in super attraktiven Preisen, das muss ich wirklich sagen. Wir reden über 5,50 Euro EK netto für die Gastronomie. Das ist schon ein geiler Preis, würde ich sagen, für einen offenen Ausschank. Du bist ja in der glücklichen Situation, Lagen zu haben vom Wald bis runter zum Fußende praktisch des Berges, wo sich auch die Böden extrem verändern. Und du hast ja gerade beschrieben, dieser Wein kommt vom Fußende praktisch, wo der Löss abgelagert wurde. Warum hast du denn die Entscheidung getroffen, den Basis Weißburgunder vom Löss zu nehmen? Denn ich glaube, du hast auch auf den anderen Böden noch Weißburgunder. Ja, genau. Also ich muss halt sagen, ich finde, vom Löss bringt es halt einfach so eine tolle Filigranität, eine tolle Eleganz einfach so ein bisschen mit. Ja. Und ich finde, bei den höhergelegeren Lagen, da haben wir mehr so die Ton-Merkel-Böden und die bringen halt doch noch so ein bisschen mehr Druck am Gaumen, so in der Mitte. Aber da die ein bisschen höher gelegen sind, trotzdem auch noch eine gewisse Frische und eine gewisse Säure, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen das Spannende. Ja. Und ich sag mal, ein bisschen mehr aus der Ebene hat man einfach noch ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen weniger Kaltlufteinflüsse vom Wald, sage ich mal. Mhm. Und da ist es halt doch noch mal ein bisschen hitziger dann. Und dadurch hat man die Eleganz vom Boden und so ein bisschen die Reife vom Wetter, sage ich mal. Und dadurch passt das, finde ich, eigentlich bei den Gutsweinen immer sehr gut. Ja, genau. Ja, ich glaube nämlich, dass diese Leichtigkeit oder diese Eleganz, von der du sprichst, dafür sorgt, dass dass die Flasche schnell ausgetrunken ist. Ganz gut. Ja, so also ist es. Die Kommentare hier im Chat sind gut. Klingt so, wie wenn hier der ein oder andere das auch gerne haben möchte. Ich lese auch gerade, dass der Jörg mir anbietet, dass ich bei ihm meinen Bestand auffrischen kann. Der hat anscheinend dich schon im Programm. Na wunderbar, Stefan, alles richtig gemacht. Cool. Nein, also wirklich großartig. Herzlichen Dank, lieber Stefan, danke für die Vorstellung und wie gesagt, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ja, merci. Vielen Dank. Bis später, Dankeschön. Bis später. Du bleibst sicher auch noch im Chat und bist sicher auch noch erreichbar. Wunderbar, vielen Dank. Ja, gerne. Der zweite Wein, den wir im Glasl haben, kommt aus Rheinhessen. Dankeschön, liebe Franzi. Der nächste Weißburgunder ist ein 2020er, ebenfalls wie beim Stefan Meyer, kommt vom Weingut Landgraf. Wir reden hier über ein Weingut, das ähnlich wie der Stefan Meyer um die 16 Hektar
bewirtschaftet. Und der André Landgraf ist heute leider nicht dabei. Aber ich erzähle ein bisschen was über sein Weingut. Ich hoffe, ihr habt den Wein im Glas und genießt ihn bereits. Ich habe den gestern verkostet. André Landgraf ist für mich ein Winzer, der extrem feine, mineralische und präzise Weine ohne Frucht macht. Und auch bei diesem Basiswein habe ich mir als mit Ausrufezeichen notiert Salz, Baby, Salz. Es ist sehr salzig im Abgang, hat einen unglaublichen Druck am Gaumen und so gut wie keine Frucht. Ich fand es als eleganten Einstiegs-Weißburgunder vom Landgraf eine richtige Ansage. Auch der liegt preislich super attraktiv. Franzi, wenn du einmal weiterklickst, dass man ein bisschen, nein, dass man die Flasche aussieht, genau. Das ist der André Landgraf auf der linken Seite, rechts sein Papa. Die beiden arbeiten eng miteinander. Saulheim, nicht so wahnsinnig spektakulär, in Rheinhessen gelegen. Aber das ist ein Winzer, den man sich merken könnte. Der André Landgraf war Mitbegründer und lange auch Mitglied der Gruppe Message in a Bottle, gehört auch dazu, und ist natürlich auch Mitglied bei Maxime Herkunft. Außerdem arbeitet der André Landgraf seit vielen Jahren biologisch, also auch ein zertifizierter Betrieb. Ich glaube, dass wir, wie ihr schon bemerkt habt, mit diesen vielen biologisch arbeitenden Winzern, auch Winzer im Programm haben in der Gruppe, die sehr intensiv sich damit auseinandersetzen, was am Markt heute State of the Art sein sollte, so wie die Gruppen, wie der Gruppenname es ja schon sagt, aber die sich auch sehr, schon lange sehr damit auseinandersetzen, wie man ohne, möglichst ohne Belastung der Umwelt oder mit möglichst viel Nachhaltigkeit Top-Weine produzieren kann. Auch beim Landgraf, wie beim Stefan Meyer auch, gibt es Weißburgunder in mehreren Qualitätsstufen. Das hier, wie gesagt, ist der Einstiegs-Weißburgunder beim Landgraf. So, Fassanteil beim Landgraf. Die Größe beim Landgraf sind 16 Hektar. Landgraf hat große Stückfässer und Halbstückfässer, also viel älteres Holz. Ein bisschen junges Holz ist auch beim André anzutreffen. Barrique und Tonneaus werden bei ihm, bei den Topweinen auch mit eingesetzt. Ja. Das zur Frage von der Franziska. So, wir kommen zum nächsten Flight und zum nächsten Lieblingswinzer. Ich habe einfach Glück heute. Ich habe schon wieder den Alexander gezogen. Das ist toll. Man kann sich nämlich immer was wünschen, Alexander. Und bei mir stehst du immer dann oben auf der Liste. Nein, Spaß beiseite. Die Jenny hätte ich natürlich auch gern gehabt, aber vielleicht kriegt sie dich ja mal. Nehme ich mal. Herzlich willkommen, lieber Alexander Flick. Du bist derjenige, von dem wir den nächsten Weißburgunder präsentieren. Erzähl doch ein bisschen was zu deinem Weingut und vor allem zu deiner Burgunderliebe, die ja wirklich großartig ist und die vor allem tolle, saftige Weine hervorbringt. Ja, hi zusammen, mein Name ist Alex Flick und wir sind... Oh, du klingst ganz schlecht. Ist das besser so? Ist das besser so? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Jetzt besser? Ja. Okay. Viel. Ja, das Mikrofon macht was aus, aber nein. Ja. Tut mir leid. Mein Name ist Alex Flick. Wir sind mitten in Rheinhessen, unser Weingut. Und unsere Besonderheit ist, dass wir in drei Ecken von Rheinhessen Weinberge besitzen und bauen dürfen. Im Westen von Rheinhessen in Sieversheim, da kommen wir nachher noch zu dem Wein. Im Wonnegau, wo ich das Glück habe, dass mein Schwager dort ein ganz, ganz toller Traubenproduzent ist und wir dort eben Spitzenlagen haben für Riesling, der Moorstein und der Höllenbrand und eben auch ganz viel Burgunder. Und bei uns am Petersberg, der ja eine sehr markante Erhebung ist in Rheinhessen. Zwar nicht allzu hoch, aber mit wunderbaren Blickachsen und einem ganz, ganz tollen Burgunderboden ausgestattet ist. Also in dem Fall Lössleben mit Kalkanteil
Und dementsprechend haben wir uns da auch in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Burgundersorten entwickelt. Steckenpferd ist Chardonnay in Weißburgunder. Der Grauburgunder kam dann halt dazu. Der Markt wollte das so. Aber ansonsten habe ich mich damals schon entschieden, zu Studienzeiten eigentlich Weißburgunder und Chardonnay zu forcieren. Mein Vater hat auch früh angefangen mit beiden Rebsorten. Wir haben einen der ältesten Chardonnay-Weinberge in ganz Rheinhessen. Und der Weißburgunder wurde auch schon in den 80ern gepflanzt, als Weißburgunder noch nicht so en vogue war. Und sind beide Weine, Chardonnay und Weißburgunder, beide Rebsorten sind ein ganz, ganz großer Anteil mittlerweile bei uns im Betrieb. Wie alt sind denn die Rebanlagen bei dir, Alex? Also reicht von 30 Jahren für den ältesten Weißburgunder oder sogar 35 mittlerweile, wow, bis hin zu natürlich neu angelegten Weinbergen, so bei 50 Jahren. Aber was hier drin steckt, ist natürlich Traubenmaterial für was Frischfruchtiges. Denn genauso ist der Anspruch von diesem Weißburgunder, das ist ein Spaßwein, steht bei uns in der Gutsweinlinie, hat dann einen größeren Bruder und heißt in dem Fall einfach Frucht. Ja, das kann Weißburgunder gut. Ich persönlich bin auch ein großer, großer Fan von unserem Orts-Weißburgunder. Der ist da natürlich ein bisschen... Der Gau Odernheimer. Bechtolzheimer ist das in dem Fall sogar. Ah, Bechtolzheimer. Ja, Ortschaften ist dann, ist die dann eher die Qualitätsstufe in dem Fall und der hat natürlich einen Holzanteil, Sponti, Tonneau vergoren. Ist bei diesem Wein jetzt wirklich eine ganz andere Idee dahinter. Das ist wirklich ein Fruchtwein, ein Spaßwein. Wir machen mittlerweile auch einiges an Projektweinen für Händler. Oft tatsächlich Weißburgunder Chardonnay-Cuvées. Das ist einfach was am Markt sehr, sehr gut ankommt draußen. Absolut. Der Endverbraucher fragt das nach und lässt sich wirklich sehr gut verkaufen. Bin ich bei dir? Ich sehe zwar, dass Grauburgunder immer noch der Shootingstar ist, aber der Weißburgunder ist ihm schon nah und dicht auf den Fersen und ich denke, unsere Kompetenz bei Burgunder ist unbestritten. Deutschland ist einer der größten Burgunderproduzenten der Welt. Wir haben, glaube ich, die drittgrößte Burgunder-Anbaufläche weltweit. Das ist ziemlich viel. Da ist Spätburgunder und Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay mitgerechnet. Das ist ziemlich spannend. Wir werden immer als Rieslingweinland verkauft, aber eigentlich ist Burgunder das, was wir sehr stark in den letzten Jahren betreiben. Ich finde es sehr konsequent, dass du auf diese Rebsorten so intensiv gesetzt hast und so große Weine damit machst. Wenn ich dich noch kompliziert habe, entschuldige, aber es ist nicht nur Spaßwein. Ich habe den Wein gestern mit sehr viel animierenden und sehr balancierten, mit einer sehr balancierten Struktur erlebt. Das heißt für mich, da hast du schon mehr als nur einen Spaßwein im Glas. Das ist das Schöne bei Burgundern, da können wir Winzer halt viel spielen. Ne? Das ist halt, alle drei Hauptweißburgundersorten leben ja auch sehr stark vom Ausbaustil, den wir gehen. Und da lässt sich natürlich, je größer die Fläche ist, die man als Weingut hat, desto mehr Spielereien können wir betreiben. Ne? Ein langes Joli bis ins Frühjahr rein oder eben ein biologischer Sorteabbau, Holz, kein Holz, Fruchtpartie, Phenolpartie, und dann, das kommt dann auch im Gutswein extrem zugute, wenn ich halt aus ganz, ganz vielen Einzelteilen entweder einen schönen Wein konstruieren kann. Aber hier bei so einem Gutswein geht es ja eben gerade nicht so zwingend um Lage und Herkunft. Mhm. Dafür haben wir oben drüber die ausdrucksstarken Einzellagenweine, sondern hier geht es ja wirklich darum, ja, eigentlich ist das die Interpretation der Rebsorte und ein möglichst spannendes, eine möglichst spannende Flasche hinzukriegen im Endeffekt. Also, absolut, das ist dir ganz sicherlich gelungen. Interessant für unsere Zuhörer und unsere Mitverkoster ist sicher deine Bemerkung über die Projektweine, die du machst mit den Händlern, finde ich einen großartigen Ansatz, um damit auch ein bisschen die Vergleichbarkeit für den Händler rauszunehmen. Finde ich gut, das ist sehr gut. Da sind wir dann wieder bei, wie schaffe ich Marge und wie kann ich mich abheben? Und weil der Wein ist sicherlich viel mehr wert dem Endverbraucher, so wie er strukturiert und wie er konstruiert ist, als das, was du aufrufst. Nein, das muss man einfach auch sagen. Wir reden hier auch, wir sollten vielleicht auch mal darüber reden, wie leistungsfähig der deutsche Winzer in einem, gerade bei den Weiß- und Grauburgundern ist. Leute, Weißburgunder, Grauburgunder ist was Österreich überhaupt nicht kennt und kaum betreibt. Ja? Die Italiener bieten dort einen Bereich an, der meistens
der nicht an unsere Qualitäten rankommt. Ganz sicherlich nicht. Und wir sind schon leistungsfähig in diesem Preisbereich. Mit einem ganz eigenen Stil. Nee, ist auch zukünftig weiterhin stark im Fokus, auch bei vielen Kollegen sieht man es ja. Was wir jetzt noch kriegen werden in Zukunft, sind halt eben auch pilzwiderstandsfähige Neuzüchtungen auf Burgunderbasis. Da geht auch noch mal eine Reise hin. Also wir pflanzen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Souvenir Gris. Das ist dem Grauburgunder ähnlich, allerdings halt eben pilzwiderstandsfähig und dementsprechend für die Zukunft besser gewappnet. Ne? Großartig. Nein, sehr, sehr kluge, vorausschauende Idee. Ich durfte den schon verkosten. Interessante Rebsorte. Gute Eigenschaften. Ja, wird spannend. Lieber Alexander, herzlichen Dank. Danke für dein Kommen. Und vielleicht bist du noch ein bisschen da. Ja, ich denke, es ist die eine oder andere Frage noch an dich. Viel Spaß an alle. Danke. Ciao. Herzlichen Dank. Servus. Meine Lieben, es geht weiter. Die letzte Paarung im Burgunderbereich. Wir wandern jetzt nochmal in die Pfalz und nochmal nach Rheinhessen. Wir haben eine Doppelpaarung jetzt mit einem Blonde Pinot Noir vom Weingut Fusser in der Pfalz. Die Gebrüder Fusser arbeiten seit vielen Jahren biodynamisch. Es ist ein relativ kleines Weingut, 12,5 Hektar wird hier in Niederkirchen bewirtschaftet. Und wir haben hier einen biodynamischen Ansatz, der die Fussers dazu geführt hat, seit vielen Jahren Mitglied der Respektgruppe zu sein. Respektgruppe kennt ihr sicherlich alle aus dem österreichischen Bereich. Die Österreicher haben mit ihre, ich würde mal sagen, wichtigsten Kultwinzer in dieser Gruppe zusammengefasst, wenn es um biodynamisch wirtschaftende Betriebe geht. Und das Weingut Fusser ist ebenfalls schon lange Mitglied. Ganz neu dazu gekommen ist zum Beispiel aus Deutschland das Weingut Knoll aus Würzburg. Also so als Information für euch, wo wir hier sind. Die Fussers sind Riesling-Spezialisten und Spätburgunder-Spezialisten, haben aber aus einem Spätburgunder auch einen Blanc de Noir gemacht. Was mir sehr gut gefallen hat bei diesem Wein, wenn ihr den verkostet, wenn ihr den im Glasel habt. Das ist eine fast steinige Struktur, die ich hatte. Das ist im Gegensatz zu dem, was man oft bei Blanc de Noirs hat, die so ein bisschen weich gespült sind und denen häufig die Säure oder die Struktur fehlt, die ein Weißwein mitbringen kann. In diesem Falle ist es hier sicherlich nicht der Fall. Ist sehr straff und fest für einen Blanc de Noir und ich finde ihn unglaublich eigenwillig und ungewöhnlich. Ein sehr spannender Wein für den offenen Ausschank, wenn man über Dinge nachdenkt auf der Karte wie Naturweine, Bioweine, Essensbegleiter, wo man eine kleine Geschichte dazu erzählen kann. Ja. Wie sehen die Böden bei den Fussers aus? Wir haben es hier mit Buntsandstein-Verwitterungsböden zu tun, durchzogen von Kalkmergel, also eine super geniale Bodenstruktur für Rotweine und für Chardonnays. Diese Mineralität, die die Böden vorzeichnen, findet ihr sicherlich in vielen Weinen der Fussers. Wie gesagt, unter anderem haben die allerdings auch eine unglaublich starke Riesling-Range im Programm. Warum erzähle ich euch so viel über offenen Ausschank? Wenn wir über Weinkarten sprechen und über Profile von Restaurants, dann spielt bei der Entscheidung, wo ich zum Essen hingehe, nicht nur die Speisekarte eine Rolle, sondern eigentlich die Weinkarte auch. Und wir holen uns über die Weinkarte ein anderes Klientel in die Lokale nochmal hinein, wenn wir spannende, etwas andere Weine anbieten als der Nachbar. Wie gesagt, das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns überlegt haben, wie man der Gastronomie einen leichteren Zugang zu spannenden, nicht so bekannten, aber sehr, sehr guten Weingütern schaffen könnte. Die Weine, die wir hier verkosten von Fusser, sind alle spontan vergoren und die hochwertigeren, also die
in den höheren Linien sind alle im Holzfass ausgebaut. Und zwar teilweise natürlich im alten Holzfass, nicht im neuen Holzfass. Aber die Spontangärung ist grundsätzlich mit Weinbergs eigenen Hefen hier durchgeführt und alle Weine werden mit der Hand gelesen. Das ist natürlich auch eine Ansage. Der zweite Wein in diesem Flight ist der Saulheimer Grauburgunder vom Weingut Landgraf nochmal. Ich habe vorhin über den André Landgraf erzählt, wie unglaublich präzise er arbeitet und wie unglaublich fokussiert er bei, auf die Mineralität seiner Weine setzt. Der André, wie gesagt, ebenfalls biodynamisch wirtschaftend. Wir haben also hier einen direkten Vergleich von zwei biologisch zertifizierten Betrieben. Die Liebe zum Wein ist für den André Landgraf unverzichtbar, um hochwertige Qualitätsweine herzustellen. Wir sprechen hier von jemandem, der seinen Beruf eben nicht als Job sieht, sondern als Passion und als Berufung. Und das merkt man ihm schon an. Auch hier ein Grauburgunder, der, zumindest ging es mir gestern so, in dieser Paarung einfach großartig ist, weil wir haben hier Struktur pur im Glasel, keine Frucht. Die Birne ist hier nur noch als Hauch einer Frucht vorbeigetragen, finde ich. Und ja, für mich ein Grauburgunder, der sicherlich einen Platz auf der Weinkarte verdient hätte. Hier sind wir in einem Preisbereich, der schon ein bisschen höher angesetzt ist. Ich habe ihn ganz bewusst trotzdem für den offenen Ausschank ausgewählt, weil ich glaube, dass Leute wie wir, wenn wir essen gehen, uns freuen, wenn wir so einen Wein im offenen Ausschank bekommen. Also ich bin gerne bereit, mit euch darüber zu diskutieren, ob das zu teuer ist. Ich glaube nicht, denn ich glaube, dass es Leute wie uns gibt, die, wenn man sowas auf der Weinkarte findet, sich locker das ein oder andere Glasel davon gönnen würden, wenn es nicht für die Flasche reichen sollte. Gerne Kommentare zum Hier kommt schon, ist das zu teuer? Nein, das finde ich nicht. Liebe Susanne Koch, ich glaube, dass man diese Weine mit 01 auf die Karte setzen kann, sodass jeder die Möglichkeit hat, einen Wein zu verkosten, den er sich vielleicht als Flaschenwein nicht gönnen kann oder noch nicht möchte. Oder weil man alleine oder zu zweit ist und einer muss Auto fahren, man vielleicht nur ein kleines Glas möchte. Oder ist es der richtige Wein für mittags zum Lunch? Dann ist 01 sicherlich auch gut verkaufbar. Ja, das ist eine Bombe am Gaumen. Danke, Hashi. Freut mich, dass es euch so gut gefällt. Ich bin immer ganz verunsichert, ob ich alleine so begeistert bin. Aber wenn ich dann in Blindverkostung gucke, wo wir stehen mit diesen Winzern, bin ich immer wieder schwer beeindruckt. Wir hatten im Herbst eine große Verkostung mit Weißwein aus dem Burgund und vielen Weißburgundern aus der Mot-Gruppe. Und ich kann euch sagen, die Winzer haben großartig abgeschnitten. Das ist, ich glaube, wir wissen gar nicht, wie gut wir teilweise sind bei Burgundern in Deutschland. Ich arbeite ja viel, das wisst ihr, mit Österreich auch zusammen. Und auch dort stoße ich immer wieder auf staunende Gesichter, wenn ich ihnen zeige, was für Weißburgunder und Grauburgunder bei uns möglich sind. Also ich glaube, dass so ein Grauburgunder jeden bekehrt, der vorher gesagt hat, Grauburgunder ist doof und das will ich nicht und ist, ja, ist nicht passend. Doch, es ist passend. Aber ich glaube, es ist dieser Zauberer André Landgraf, der einfach eine Hand hat, Weine zu bändigen. Unglaublich fokussiert am Gaumen. Ich finde es eine geile Paarung jetzt bei diesen beiden Weinen. Ah, aber ich glaube, ich habe eure Begeisterung auch gerade zu spüren bekommen. Vielen Dank, freut mich sehr. So, meine Lieben, das war's mit den Burgundern. Wir haben heute in dieser Verkostung im Paket nur einen Riesling. Warum? Ganz lustig. Wir haben im Vorfeld immer wieder darüber diskutiert, auch in der Mot-Gruppe, wie viel Riesling müssen wir eigentlich haben und sollen wir Riesling überhaupt fokussieren im Gastrobereich, weil Riesling hat jeder auf der Karte. Und dann kam der Riesling von der Johanna Bossert und dann habe ich gesagt, der muss leider auch drauf. Hallo, liebe Johanna. Schön, dich zu sehen. Ja, danke.
Du darfst dich und dein Weingut jetzt vorstellen, nachdem wir dich vorhin schmerzlich vermisst haben beim Weingut Lorlein. Spaß beiseite. Alles gut. Entschuldigung, ich habe Zeit einfach verrafft. Wir haben ein bisschen Hektik gehabt bei uns und ich war im Weinkeller. Ich muss sagen, ich war noch nie so schnell von oben hier unten im Weingut und habe mich auch nicht Also, ja. Alles richtig gemacht. Wir nehmen dich auch jetzt, liebe Johanna. Okay, dann bin ich ja Mikro gehört dir. Erzähl doch bitte was über dein elterliches Weingut, über Bossert. Gerne. Also, Weingut Bossert ist mein elterliches Weingut, bei dem ich 3 Tage in der Woche arbeite immer noch und mein Herz auch noch zur Hälfte dahin gehört. Und das Schöne ist da, das ist das Weingut in Gundersheim. Wir haben 25 Hektar, haben es aufgeteilt in Alltagsweine, Gutsweine, Ortsweine und Lageweine. Die Gutsortslageweine hat mein Bruder und ich ins Leben gerufen. Die Alltagsweine sind die Weine von meinem Vater, die traditionelle Spaßwein. Die Gutsweine, wir lieben Riesling, wir lieben Spätburgunder und haben auch somit unsere Eltern oder unsere Partner dazu fasziniert, weil ein schöner Riesling in die Jahre gekommen, immer noch getrunken mit einer schönen Säure, die dann gut eingebunden ist, das muss das Ziel sein. Wein braucht Zeit. Vor Juli wird bei uns nichts abgefüllt. Alle Gutsweine werden erst ab Juli gefüllt. Und sollte es mal ausgetrunken sein, heißt sich Geduld üben und sich freuen auf das neue Produkt. Was die Familie ausmacht, ist ein regen Meinungsaustausch über den perfekten Wein. Und was uns vereint, ist ein Ziel, den Wein mit, ja, wie soll man sagen, mit unserer Handschrift einfach zu produzieren. Und das ist unser Bossert-Wein. Im Glas unseren 2020 Riesling. Ich finde es, am Anfang, ich habe immer gesagt, es ist kühl durch unsere Mineralität, die wir haben und die Felsen und das Ganze. Wenn man es dann halt so in verschiedenen Weinen nebeneinander probiert, merkt man mittlerweile, auch ich, es ist eher ein süßerer Typ, aber dann kommt hinten so diese Kühle und dieses Hefegeschmäckle und das gefällt mir halt unheimlich gut. Auf dem Bild, was ihr jetzt vor euch habt, da habt ihr einmal die Frau von meinem Bruder, die Emily, die aus Amerika kam und auch ins Weingut mit eingestiegen ist, was heutzutage nicht selbstverständlich ist, aber sehr schön. Und und so sind wir eine Familie, die alle an einem Strang ziehen und Wein lieben. Also Johanna, ich finde den Riesling super spannend, weil du hast nicht dieses süße Säurespiel, das so ein bisschen banal kitschig werden kann, sondern es ist sehr straff. Ich finde, das ist ein mega Einstiegs Riesling, also ich finde den schon ziemlich gut. Genau. Nein, ihr zeigt da eure Riesling-Kompetenz, finde ich, auf eine ganz spielerische Art. Es zieht sich durch. Also das Spiel zieht sich durch. Es ist nicht kantig, also ist vielleicht ein bisschen kantig, aber es ist eine Linie drin. Es hat nicht nur vorne Süße und dann kommt die Säure oder so, es hat eine Linie drin, die sich durchzieht. Und das Wichtigste ist uns immer, man muss einfach Spaß haben. Fläschchen muss leer werden. Ist nett nach dem Glas, oh, war ganz nett. Nee, es muss gepetzt werden. Es muss Spaß machen. Nur wenn das der Fall ist, und dann mache ich auch die Flasche leer und dann sage ich, hey, es war ein super Abend gestern, den könnten wir mal wiederholen. Mit dem Wein? Ja, selbstverständlich. Wie viel Riesling habt ihr denn im Weinberg stehen? Ich glaube, euer Weingut ist ungefähr 10 Hektar groß. Also die Linie von Philipp und mir ist um die 10, mittlerweile 11 Hektar groß. Mhm. Die Linie von unserem Vater, also insgesamt sind wir bei 25 Hektar und insgesamt machen wir, ich weiß es jetzt gerade nicht, also um die 6-7 Hektar mit Riesling mittlerweile schon, was sehr viel ist. Und Papa fragt mittlerweile auch nicht mehr, wenn es ein neuer Weinberg angepflanzt wird, was pflanzen wir denn? Normal, er ist jetzt für die Sortenvielfalt und wir haben gesagt, wir reduzieren es mal, weil der Kunde ist überfordert, wenn eine große Weinkarte da ist. Ne? Ja. Und wir wollen die Tiefe zeigen. Wir wollen zeigen, es gibt einen schönen Riesling im Gutswein, dann kann man einen Riesling lagern im Ortswein und dann gibt es noch einen Lagewein, der Spaß macht nach 10 Jahren. Und wenn dann halt der neue Weinberg jetzt mittlerweile angelegt wird, er sagt, ich traue mich nicht mehr zu fragen. Bitte keine Ahnung. Doch, Papa. Alles richtig gemacht, Johanna. Ich sehe schon. Und diese Vielfalt macht halt einfach Spaß, mit den Klonen zu arbeiten vor allem. Ne? Man hat verschiedene Klonen. Also Klonen sage ich immer, es gibt einen Namen, Riesling, so wie ich, Johanna. Und dann gibt es die Johanna lebhaft, die Johanna schüchtern, die Johanna ein bisschen breiter, die Johanna ein bisschen schlanker. Und so gibt es halt auch die Rieslinge und die Klone. Und so schmecken sie unterschiedlich.
Und das macht dann halt Spaß, am Fass zu stehen, die Herkunft zu schmecken von dem Boden. Wir haben halt sehr viel Kalk, was man auch auf dem Bild sieht. Nach 2 Meter kommt pure Kalkfels. Und wir haben alle unsere Weinlagen eigentlich um Gundersheim drumherum, was sehr schön ist. Und wir sagen, wir möchten genau diese Herkunft schmecken. Ich hatte mir das auch notiert. Ihr habt ja die Gundersheimer Hölle auch mit Riesling. Höllenbrand. Höllenbrand. Ja, ja. Entschuldigung. Also es war die ganze Zeit der Köhler, also wir hatten angefangen mit Höllenbrand, dann war eine Flurbereinigung und dann haben wir gesagt, hey, durch die Flurbereinigung waren unsere 50 Jahre alte Weinbergsanlagen, wo unser Urgroßvater schon drin gestanden hat. Wir haben gedacht, geil, der hat auch schon an dem Rebstock geschnippelt, ne? Die mussten wir leider entfernen, wir konnten machen, was wir wollten. Der Vorteil war, man kam an mehr Flächen im Höllenbrand, aber der Nachteil war, man hat jetzt 300 Meter und man sagt nicht mal, hey, ich habe einen Weinberg geschafft, man sagt, hey, ich habe heute Morgen 2 Reihe gepackt. Ist so ein Nachteil und dann sind wir kurzfristig ausgewichen in den Königstuhl und haben dort, weil wir hatten eigentlich fast alle Weinbergen im Höllenbrand, weil früher war es so von den Alten, Riesling hat viel Säure gehabt, wo setzt man die hin? In einen Südhang, weil der Südhang durch viel Sonne baut die Säure ab. Und deswegen haben wir dann unseren Nachbar, weil der das so toll fand, was wir alles aufgebaut haben, wie wir hinter dem Produkt standen, seine Anlage bekommen mit, was war es damals, 19 Jahre, das war die älteste Anlage dann, mit Riesling im Königstuhl. Die haben wir dann bekommen und waren dann kurz auf dem Königstuhl ausgewichen zurzeit und gehen aber, wenn die Anlagen wieder ihr Alter haben, gehen wir wieder zurück auf den Höllenbrand vielleicht. Wir gucken, es kommt ja, das ist das Schöne, es kommt auf das Jahr drauf an, weil wir haben einmal, wenn es heiß ist, ist die kühlere Lage, der Königstuhl schöner, wenn es warm ist, ist oder wenn es kühl ist, wie 2021 mit viel Regen, ist der Südhang ideal. Ne? Und so kann man spielen und so muss man spielen. Großartig. Liebe Johanna, es gibt hier noch eine Frage nach diesem sehr leckeren und schönen Riesling von Patrick. Der möchte gern wissen, was hat er an Säure und Restzucker? Gute Frage. Na toll. Ich kann doch von der Halle runter. Also der wird, ich weiß es nicht. Was ich jetzt sage, ist verkehrt. Also er wird um die 7-8 Säure haben. Wir spielen eigentlich immer mit höheren, aber wenn es wärmere Jahrgänge gibt, gibt es halt je nach Jahrgang auch niedriger. Wir mögen eigentlich so 8-10 Säurewerte schon. Und Restzucker machen wir eigentlich gar nichts. Das machen wir, was die Natur bringt. Das wird, denke ich, bei dem wird es zwischen 4 und 6 Restzucker sein, maximal. Das ist schon viel. Aber ich kann natürlich gerne nachschauen und kann es gerne reinschreiben. Johanna, wenn du so lieb bist und vielleicht im Chat noch die Frage beantwortest, wäre ich ganz reizend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Nicht zu danken. Der Sauvignon Blanc von deinem Liebsten war wundervoll vorhin. Sehr knackig grün. Nein, wirklich toll. Hat uns sehr gut gefallen. Und es war noch ein 20er, ne? War gut. Der 21er ist jetzt gefüllt und der ist... Ich finde es sehr schön. Die Frische, da ist eine Frucht da, das ist super. Da werden wir uns drauf freuen. Herzlichen Dank. Liebe Johanna, vielen, vielen Dank. Nichts zu danken. Danke, dass du Zeit hast. Spaß noch. Bleibst du im Chat noch ein bisschen uns erhalten. Bis dann. Ciao. Danke, Pretty. Ciao. Ja, gleich die nächste wundervolle junge Frau. Herzlich willkommen, liebe Lotte. Hallo. Ist das cool? Wir haben als nächstes ganz alleine stehen, dein Grillfeuer Rosé. Ich bin super gespannt, was du zu erzählen hast. Ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist die wundervolle Kellermeisterin im Weingut Mario Zelt in der Pfalz. Und wir freuen uns sehr, dass du die Zeit hast, ihn zu vertreten. Finde ich cool. Mehr Frauen an die Front. Sowieso. Du erzählst ein bisschen was bitte über den Rosé. Und was du für eine Idee dazu hattest. Danke dir. Gerne. Ja, also der Grillfeuer Rosé 2020 ist tatsächlich der erste Jahrgang von dem Wein. Das ist bei uns so ein bisschen aus einem Bauchgefühl heraus entstanden, weil wir einfach gesagt haben, wir haben ein tolles Lesematerial für Rosé. Also Cabernet Franc und Merlot sind natürlich einfach tolle Rebsorten. Und auch als Rosé bringen die einfach eine tolle Komplexität mit, die eben nicht nur von dieser reinen Frucht lebt, sondern auch noch so ein bisschen mehr Tiefe mitbringt. Und
ja, deswegen haben wir uns bei dem dann auch überlegt, von der Menge hat es so gepasst, dass wir gesagt haben, wir können eigentlich einen kleinen Edelstahltank machen und noch ein paar Barriques dazu. Und haben eben das erste Mal in dem Jahrgang experimentiert, wirklich mal mit einem Rosé auch im Barrique. Und ja, was soll man sagen, das Ergebnis hat uns sehr überzeugt. Und wir haben hier jetzt auch nicht mit neuem Holz gearbeitet, sondern eher vorsichtig uns rangetastet, mal mit einer Zweigbelegung oder auch noch älteren Fässern, um diesem Wein jetzt nicht irgendwie einen Stempel aufzudrücken. Wir wollen auch einfach, dass es erkennbar bleibt als spaßiger Rosé, weil das für uns einfach ganz klar ist, ein Rosé muss einfach Spaß machen, Trinkfluss haben und ist auch nicht unbedingt der Wein, den man jetzt 5 Jahre im Keller lagern können muss. Und deswegen haben wir uns hier sehr vorsichtig rangetastet mit dem neuen Holz, mit dem älteren Holz und eben diesem Teil im Edelstahl, was dann einfach eine sehr schöne Kombination unserer Meinung nach gegeben hat, um diesen Wein jetzt noch eine zusätzliche Dimension einfach zu geben, dass er noch ein bisschen mehr Würze bekommt, dass er neben einem Essen eben auch mal, deswegen heißt er eben Grillfeuer, weil wir einfach gesagt haben, als wir es probiert haben, eigentlich ist das ein super Wein für den Sommer, den man einfach mal wirklich zum Grillen dazu stellen kann. Ich finde, die Gerbstoffe laden ein, Röstaromen hinzuzufügen, absolut. Ja, ja, das war eben genau die Idee dahinter. Darf ich fragen, ist das Saftabzug und habt ihr zusätzlich auch einen Rotwein gemacht mit Cabernet Franc und Merlot oder hast du gezielt selektiv gelesen und daraus den Rosé gemacht? Wir haben früher immer sehr viel mit Saftabzügen gearbeitet. Man muss aber sagen, dass inzwischen einfach die Reife dann teilweise so ist, dass man hinterher aus diesen Saftabzügen einen Rosé hätte, der 14,5 Volumenprozent hat. Und das ist dann doch ein bisschen zu gut gemeint. Oh, jetzt hängst du. Deswegen gehen wir eher dazu über, wirklich auch gezielt eben für den Rosé zu selektieren, zu gucken, auch welche Weinberge gut passen, was ja auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist. Und haben jetzt auch noch neue Rebsorten teilweise angedacht für den Rosé, gehen hier, probieren uns auch hier so ein bisschen in diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten aus. Und ja, es ist eben nicht mehr so, dass dieser Rosé quasi ein Nebenprodukt von der Rotweinproduktion ist, sondern wir gehen da schon ein bisschen gezielter wirklich drauf vor. Merlot aus dem Jahrgang gibt's natürlich trotzdem, ein Cabernet Franc aus 2020 gibt's leider nicht, weil wir auch leider einfach keine große Fläche Cabernet Franc haben. Wir haben da ein paar Reihen im schönen Laumersheimer Kirschgarten, aber ja, das ist dann teilweise so ein bisschen diese taffe Entscheidung, mache ich einen Rosé draus oder mache ich einen Rotwein? Für beides reicht's wirklich selten. Schade. Tolle Rebsorte, bin ein Fan davon, habe ihn kennengelernt an der Loire und halte das für eine super Rebsorte, die man pur ausbauen kann, bin ich bei dir. Finde es auch eine super spannende Kombination mit dem Merlot als Rosé. Mir hat auch die Farbe sehr gut gefallen. Ich bin ein Rosé-Trinker. Und natürlich ist dieser Boom, den wir in Deutschland erleben beim Rosé-Trinken, darauf zurückzuführen, dass die Winzer sich entschieden haben, eben nicht mehr Saftabzug zu machen, sondern gezielt auch auf den Rosé hinzuarbeiten. Also gezielt auch ganz speziell auf den Rosé hinzuarbeiten. Also dass Rosé nicht mehr nur ein Alternativprodukt für war oder ist, wenn es für einen Rotwein nicht gereicht hat. Das hatten wir in den 80er und 90er Jahren halt leider ganz viel. Hat uns sicher viele Umsatzpunkte beim Rosé gekostet. Inzwischen sieht es anders aus. Wie bist du denn bitte zum Wein gekommen? Ich finde es ja super spannend. Junge Frauen im Keller finde ich geil. Erzähl mal bitte ein bisschen was noch über dich. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich bin ein bisschen über Umwege tatsächlich zum Wein gekommen. Also ich habe nach dem Abi erst mal ein Jahr auf dem Reiterhof gearbeitet und habe gemerkt, draußen sein und Gummistiefel liegt mir. Und habe dann erstmal Agrarwissenschaften auf Bachelor studiert und habe nach diesem Bachelorstudium an der Uni einfach gemerkt, die reine Theorie reicht mir nicht. Und da war einfach auch für mich klar, ich will ein bisschen mehr in die Praxis. Und ja, das
bisschen das Traurige an der Landwirtschaft ist einfach, dass man keine Wertschöpfungskette mehr hat, dass es eigentlich viel nur noch um Preiskampf geht und um Mengen geht. Und da ist einfach der Wein, würde ich sagen, schon einfach nach wie vor auch einfach eine Ausnahme, wo man sich noch so viel schöner ausleben kann, wo man noch diese ganze Wertschöpfungskette hat, dass wirklich von Anfang an bis zum fertigen Produkt eben ja wirklich alles unter einem Dach hat und dann am Ende wirklich ein Produkt hat, worauf man stolz sein kann und wofür die Leute dann eben auch gerne mal sagen, sie bezahlen eben auch für die Flasche Rotwein 10, 20, 30 Euro, weil sie einfach merken, wie viel Liebe, wie viel Arbeit und wie viel Qualität da drin steckt. Und ja, das war dann eben so mein Werdegang zum Wein. Und ich habe dann 2016 eben auch bei Mario die Ausbildung angefangen. Und so kam das so zustande. Also ich freue mich sehr, dass du bei Mario gelandet bist. Ich glaube, du dich auch, weil das ja, wollte ich noch zum Schluss erzählen. Du bist auch Herrin über mit die tollsten Lagen, die wir in Deutschland haben für Spätburgunder. Du zeichnest ja auch verantwortlich für Kirschgarten, Spätburgunder aus dem Kirschgarten. Große Weine. Vielen Dank für dein super Engagement und toll, dass du den Weg in die Weinwelt gefunden hast. Ein großes Vergnügen, liebe Lotte. Vielen Danke. Dank für das Vorstellen dieses Weines. Gerne. Und wenn irgendjemand noch Fragen an die Lotte hat, bitte meldet euch per Chat. Sie genau. ist super kompetent und mit Herzblut dabei. Bei Danke. Einem tollen Winzer auch noch. Superschön. Vielen Dank, liebe Lotte. Bis später dann. Und wir kommen zum letzten Wein. Und das Lustige ist, wir bleiben bei der gleichen Rebsorte. Ich habe es gerade gesagt, ich bin ein Cabernet Franc-Fan. Und liebe Franzi, wenn du kannst, könntest du den Marius Meyer nochmal dazu schalten, falls er noch da sein sollte. Fände ich jetzt cool, weil wir haben das große Vergnügen, ein Cabernet Franc, eine Reserve vom Weingut Klaus Meyer, also von Marius Meyer, verkosten zu dürfen. Oh ja, er ist noch da, toll. Ich war gestern hin und weg. Das ist für mich, wenn ich glaube, die geografische Karte kannst du gleich weiterklicken. Der Marius wird gleich was zu dem Wein erzählen. Lieber Marius, ich habe gestern, ich hatte fast Tränen in den Augen. Das ist Brombeermousse mit Bitterschokolade. Danke, lieber Marius. Ich fand es so einen tollen Abschluss für die Offenweinverkostung. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Den Preis, wenn ich mir angucke, kommen mir auch die Tränen. Das ist irre. Frage ich dich auch gleich, wie du das schaffst. Aber bitte, Cabernet Franc in der Pfalz, erklär dich doch bitte ein bisschen. Und wie viel Holz, wie lange Maische Standzeit und so weiter, bitte. Also Cabernet Franc hat den Hintergrund, Cabernet Sauvignon haben wir schon lange gehabt, aber der falsche Standort und definitiv auch die falsche Klone, da machen wir auch nur Rosé mittlerweile davon, wie du eben schon erwähnt hast, man muss den Rosé gezielt erzeugen und kann den nicht mehr wie früher so als Abfallprodukt in Anführungszeichen abfüllen, deswegen haben wir hier einen sehr Cabernet-lastigen Rosé im trockenen Bereich, mit denen eierst du Sachen und mich hat es immer halt gewurmt, wann du irgendwas Gutes getrunken hast mit Cabernet, egal wo es her war, wann es aus Deutschland war, es war halt nie grün und wir haben mal alles gemacht und hatten halt immer so einen Ticken Paprika dabei und irgendwie bin ich dann halt an die Weine so Chinon, über die Loire gestolpert und habe dann gesagt, gut, dann müssen wir halt einfach die Rebsorte tauschen und pflanzen mal Cabernet Franc, das war 2000. Du bist auch von der Loire gekommen. Genau, ja, jawohl, weil das ist halt gigantisch gut. Also, ach, eins technisch, also wirklich super. Und 2007 war das dann, das war das erste Jahr, wo ich komplett zu Hause war im Betrieb, haben wir dann Cabernet Franc gepflanzt. Mittlerweile haben wir jetzt nur zweimal. Bitte? Auf was für Boden, Marius? Ah, das ist, also wir haben jetzt zwei Standorte. Der erste, der ursprüngliche Standort, das ist so im unteren Rosengarten, das sind so die Kalkausläufer, ein schwerer Lehmboden. Und jetzt haben wir nochmal unterhalb von Rot, wo es deutlich wärmer ist, eine sehr warme Lage, so auf Flusslehmboden quasi, genau.
Und aber das geht weiter. Also letztes Jahr haben wir jetzt einen großen Schwung Cabernet in Nachbarort gepflanzt, Cabernet Sauvignon und auch Merlot und aber dieses Cabernet Franc so reinzeitig ausgebaut oder auch dann in so einem Top-Cuvée. Das gibt halt immer so diese das gewisse Etwas. So im Ortsweinbereich haben wir international Blaufränkisch, Cabernet Franc, Merlot und Syrah reinzeitig. Und der Cabernet Franc, das ist halt immer so der, ja, so ein bisschen der, wo halt jedem schmeckt und wo halt auch immer zu allem kombinieren kannst. Ja. Also, Entschuldigung, jetzt wirklich die Frage. 8,60 Euro Eka netto für die Gastronomie. Ich habe ein Weinglas, der auf internationalem Niveau arbeitet, habe diese sehr fast schon süßen, saftigen Tannine, die ich eigentlich bei einem Wein erwarte, der eher, ich würde mal sagen, 12, 14 Euro Eka netto Gastro kostet, also meiner Erfahrung nach, Entschuldigung, ich muss mich gern korrigieren, du liegst ungefähr 5 bis 6 Euro unter dem, was ich gerechnet hätte, was der Wein kosten könnte, wenn ich ihn in einer Blindverkostung habe. Ja, also, das ist ja, wie viel Holz hat das? Halt, wir kommen halt, oder ich komme halt aus einer sehr veralterten Struktur und haben halt den Fachhandel, was mittlerweile knapp 70% ist, in den letzten 10 Jahren eigentlich erst aufgebaut. Und deswegen haben wir so bei manche Sache einfach noch ein bisschen ein Problem, dass wir da halt einfach vom Preis her noch weiter hochkommen. Also wir verkaufen den ab Hof gar nicht an Endverbraucher. Das geht eigentlich alles in Fach- und Großhandel. Und deswegen ist der halt auch, sehr, sehr stark kalkuliert. Das ist noch die rechtliche Flasche 19er. Bei dem 20er werden wir auch aufgrund von allem, von der Löhne und von der Preissteigerung, auch bei Flasche und so weiter, den Preis auch nicht halten können. Aber ich denke, das war auch unser bisschen Glück, dass wir das Wachstum auch verzeichnen konnten, weil ich denke, wir haben für die Preise sehr, sehr viel Wein geboten, auch gerade mit Rebsorte, die nicht so alltäglich waren. Ja. Also die Kommentare hier sind auch viel Potenzial, große Klasse, wow. Ach so, ich soll dich nicht auf die Idee bringen, den teurer zu verkaufen. Sorry. Also ich finde, das ist fast unter, also das ist fast underrated. Sorry, das ist. Nein, da bin ich sprachlos, Marius. Okay. Ja. Wie viel Holzeinsatz und wie viel neuer Holzeinsatz? Also es ist alles im Holz ausgebaut, alles französische Eiche, klar. Die internationale machen wir eigentlich alle nur auch in Barrix. Bei Syrah und Blaufränkisch gehen wir jetzt höher auf 300 und 500 Liter, dass wir das Holz ein bisschen rausnehmen und wir haben so ein Drittel Neuholz ungefähr. Hilft dir deine Erfahrung und dein Erfahrungsaustausch aus dem Barrix-Forum? Ist das für dich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ist das eine interessante Hintergrundgruppe oder ist der Austausch dort nicht so intensiv? Also der Austausch, der ist sehr gut, er war auch sehr wichtig für uns. Auf unserem alten Standard war das sehr, sehr schwierig, so Rotweine wie jetzt den zu erzeugen. Wir haben jetzt mit dem Umzug in den neuen Keller schon einen extremen Schritt nach vorne gemacht und wir waren eher so der klassische Weißweinbetrieb. Ich glaube, wir hatten vor wenigen Jahren noch über 80% Weiß und wie ich dann ins Barrique-Forum, jetzt Forum Pfalz rein bin, war das ja schon noch sehr rotlastig und jetzt auch gerade so Betriebe, wo dort halt schon ewig dabei waren, wo auch mal der Rotweinpreis gewonnen haben und das war dann schon sehr interessant und sehr wichtig, dieser Austausch. Und man muss halt sagen, jetzt Spätburgunder ist unser absoluter Lieblingsrebsorte, ist ja 50% vom Rotweinanteil, aber das ist halt einfach immer ein Pokern und nochmal und die internationalen, jetzt so Cabernet und so, die sind halt so dankbar, wenn man halt einfach einfach alles halt Bier vom Ertrag halt runtergeht, ein gutes Holz nimmt, das im Keller ordentlich macht, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und dann kriegt man doch wirklich wir müssen halt auch sagen, wir haben jetzt halt auch von den warmen Jahren 18, 19, 20 halt extrem profitiert, gerade bei den Rebsorten. Aber wenn man sich da Mühe gibt, vom Ertrag runtergeht, dann hat man da definitiv ein einfacheres Leben wie mit einem hochwertigen Spätburgunder. Großartig. Also die Leute sind begeistert, es gefällt ihnen, ein schöner Preis zu einem guten Preis, ein schöner Wein zu einem guten Preis. Also hier kommen auch Kommentare, dass es ihnen so passt. Klar, verstehe ich. Absolut, nein, verstehe ich wirklich.
Der Max fragt, warum sollte denn ein kräftiger Wein teurer sein? Max, ich glaube, es geht nicht um kräftiger, das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Das ist ein Wein, wenn ich ihn in eine Blindverkostung setze und ich müsste sagen, wo liege ich hier preislich, hätte ich ihn höher angesetzt. Das wollte ich damit sagen. Also, die Frage ging an Franziska. Okay. Ja, kurz die Kraft. Also das ist ja das. Also wir sind ja doch schon eher der Pinot-Betrieb und ach so, wir wollen die jetzt nicht, dass die hin raus halt total explodieren. Also wir wollen schon der soll auch schon eine gewisse Feinheit einfach haben. Ja, ich finde, das passt auch besser zu unserer Region, zu dem, was wir ansonsten machen. Wenn wir jetzt einen Wein hätten, der halt total rausfallen würde, das würde dann auch nicht passen. Und deswegen denke ich, so diese Feinheit und ach, die Säure, wo er noch hat, ich denke, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass er auch in die Betriebsreihe dann reinpasst. Ja. Das tut er, absolut. Marius, vielen Dank. Danke, dass du nochmal dir die Zeit genommen hast. Bitte. Heftig diskutiert. Ich glaube, du bleibst einfach drin. Jawohl. Ich beende hiermit unsere wunderbare Verkostung. Liebe Franzi, letzte Seite. Genau, herzlichen Dank. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Als nächstes kommt, glaube ich, die Jenny direkt im Anschluss und zeigt euch den tollen Gastroshop, wo ihr all die Weine wunderbar dann kaufen könnt. Vielleicht machen wir dann noch mal eine kurze Pause und dann geht es in die nächste Verkostung mit der Jenny gleich. Premium-Verkostung und ganz zum Schluss sehen wir uns dann auf der Networking Area noch mal zum Gastro-Tool, wenn ihr Lust habt. Danke für eure Aufmerksamkeit, Marius, vielen Dank und bis gleich. Ciao. Ciao.